Hallo, ich bin der David Stockenreitner und ich möchte heute kurz über Inklusion von Menschen mit Behinderungen sprechen. Es gibt ja mehrere Arten der Behinderteninklusion. Eine davon wäre zum Beispiel mit uns Behinderten zu schlafen, aber das ist ein anderes Thema. Eine andere Art der Inklusion von Menschen mit Behinderung, die sehr gerne übersehen wird, ist, behinderten Menschen zuzugestehen, dass sie auch unsympathisch sein können. Weil wir sind nicht immer nur lieb oder hilflos oder süß. Das wird uns nur von der Gesellschaft oft nicht zugestanden. Das ist zwar sehr lieb von der Gesellschaft, aber es stimmt halt nicht. Bestes Beispiel Stephen Hawking, den kennen vielleicht noch einige von euch, der war Astrophysiker und so ziemlich einer der körperlich behindertsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Der konnte vor seinem Tod nur noch einen Wangenmuskel bewegen. Und trotz seiner Behinderung war Stephen Hawking dreimal verheiratet. Das heißt, er war zweimal geschieden. Und ich glaube nicht, dass du zwei Ehen an die Wand fahren kannst, ohne wenigstens ein bisschen ein Beidel zu sein. Also, liebe Menschen, gesteht's uns Behinderten zu, dass wir auch ein bisschen eine Löcher sein können.